Right now. Ein toller Untergrund ist immer was, wo schon was drauf ist, weil da ganz spontane Strukturen nachher durch das Bild durchgucken. Der treibt das Bild immer in eine ganz andere Richtung und gibt neue Impulse für die Malerei. Und das Schwarz ist toll, weil es bringt nachher die Farben, die ich draufsetze, so richtig zum Leuchten. Und es darf gerne unperfekt stehen bleiben, es darf gerne wild stehen bleiben. Es muss nicht alles bedeckt werden von der Farbe. Gerade das ist das, was nachher die Malerei spannend macht. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass noch ein bisschen Kobalt-Türkis fehlen sollte, die Stelle, die ich jetzt bedecke, wird natürlich nicht von der Farbe berührt. Das ist mal ganz spannend, wenn man mal einen scharfen Rand haben möchte. Und einfach ein Papier drauflegen. Und ab das Ganze. So. Nochmal Kobalt-Türkis. Und es mischt sich mit dem Schwarz. Boah, da habe ich jetzt natürlich richtig Lust, das reinzukleben. Nehmen wir wieder eine Runde Softgel. Danke. Das hier wird ein abstrakter Untergrund. Da kommt nachher was Gegenständliches drauf, aber ich fand das einfach total toll, erstmal so zu arbeiten. So. Dann wird das ein bisschen schmutzig. Ein bisschen, das ist gut, aber nicht sehr. Super. Und ich gehe drüber nochmal. Vertrauen Sie Ihrem Gefühl. Gucken Sie einfach, wo könnte noch eine Helligkeit gebraucht werden. Die kann man natürlich malen, aber ich kann sie auch hier einfach collagemäßig drauflegen. So, hier eine Diagonale. Hier auch. Dann nehme ich einen sauberen Pinsel. Das ist hier eine Schwierigkeit, einen sauberen Pinsel zu finden. Ah. Nehme ich einen sauberen, schönen Feinpinsel und verstreiche das hier so. Durch das Gel ist die Papierfläche schon vorbehandelt. Man kann dann richtig toll darauf reiben, streichen, malen, alles. So, das ist Mixed Media. Schon mal Acryl mit Collage zusammen, mit G, mit Strukturen. Da werden jetzt noch viele weitere Sachen kommen. Gucken wir mal. So,
Und jetzt würde ich gerne ein bisschen was mit Weiß sprühen durch dieses Sieb hier. Und da das Zeug nicht so gesund ist, empfehle ich, eine Maske aufzusetzen. Gut. Und trocknen lassen. So, und um das Ganze noch auf eine Ebene zu bringen, mache ich noch eine Lasur. Und da kommt der nächste Mischenfaktor. Wir nehmen flüssige Acrylfarbe und das ist der Ton Basis Cyan. Und der kommt da einfach mal so drauf. Und die werden sehen, wie wahnsinnig intensiv der ist. Ein bisschen Wasser noch hinzu. Und wie wäre es noch mit ein bisschen Malmittel, dass das Ganze noch glänzt. Oh, das war ein bisschen viel. So, und dann wird das Ganze einfach eingestrichen. Was für eine Farbe, ne? Und Malmittel ist nichts anderes als dünne, flüssige Acrylfarbe. Und das hier muss auch schon wieder nicht perfekt geschehen. Natürlich dürfen Sie Sachen stehen lassen. Und wenn Ihnen dann was zu viel ist hier drauf, dann können Sie es einfach abgießen. Und trocknen lassen. Base. Habe ich geschrieben, dass man sehr offen für die Prozesse, die Phasen des Bildes sein soll, um einfach zu merken, ob es vielleicht einen jetzt in eine ganz bestimmte Richtung bringen möchte. Das heißt, das, was man im Kopf hat, das Ziel wegzulassen und einfach das Bild wahrzunehmen als das, was es ist. Das heißt, wir malen mit wasservermalbaren Kreiden drauf und wir malen mit Ölpastellstiften drauf. Was ich mir so gedacht habe bei diesem Bild, als ich es angelegt habe, war, dass hier eine Helligkeit gut ist, um den Blick hier runterzubringen, über diese Helligkeit zu der Helligkeit zurück und über diese Diagonale hier hoch und über diese Farbe und diese Helligkeit wieder zurückzubringen, um so ein Kreisen des Blickes des Betrachters im Bild zu gewährleisten. Das macht man, damit der Blick des Betrachters im Bild gehalten wird, damit das Bild ihn magisch anzieht. Ich habe mir so eine kleine Skizze gemacht. Wenn die Ölpastellstifte lange in der Hand halten, werden diese warm und somit weich, können dann viel cremiger arbeiten. Die Farben lassen sich wunderbar übereinander mischen. Total schön. Das heißt, ich lege zuerst ein Grau hier drauf und dann lege ich darüber ein Blau und habe dann ein Blaugrau. Man kann das Blaugrau noch mehr intensivieren, indem ich noch mehr Blau zum Beispiel mit hineinnehme.
Schönste ist, das ist total sinnlich, mit diesen Stiften zu arbeiten, wenn man so dicht an der Farbe dran ist. Pures Pigment hier drauf zu reiben, mit Öl gebunden, das ist so schön. Das wird so richtig cremig und weich. Hier, guck mal. Boah, krass. Ich habe hier Öl-Pastell-Stifte benutzt. Hätte ich Öl-Pastell-Kreiden benutzt, da ist tatsächlich Kreide mit drin. Die sind sehr viel härter und trockener. Mit Öl-Pastell-Stiften können Sie sowohl malen, wie Sie gesehen haben, schön verwischen, als auch zeichnen. Das ist so eine Mischtechnik, die damals eigens für Picasso entwickelt wurde, als der eine Technik haben wollte, mit der man sowohl zeichnen als auch malen kann. Ja, und hier ist wieder Mission Possible geworden. Und dieses Öl-Pastell, da kann man Verschiedenes noch machen. Ich habe das vorhin noch bei dem Hutschirm gemacht, bei dem Mützenschirm. Man kann zum Beispiel auch radieren hier, wenn man einfach mit dem Lappen das wieder wegwischt. Man kann auch reinkratzen mit dem Pinselstiel, wenn man so Kratzstrukturen haben möchte. Aber mir persönlich gefällt dieses Aufgelöste total. Und was für mich besonders schön ist, es ist nicht viel malerisch erklärt. Und der Betrachter sucht sich das dann nachher zusammen. Ich liebe diese Technik und ich hoffe, Sie auch. Viel Spaß.